Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Schaschina für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount aus der vierten Season aus Shadowlands. Und zwar haben wir hier einmal Chigglesworth Zen. Und dieses schicke Schleimkatzen-Mount können wir uns über die Fated Raids erspielen. Dafür brauchen wir ein Achievement. Und dieses Achievement finden wir einmal unter Dungeon und Schlachtzüge. Und dann hier unter Shadowlands. Das schimpft sich Schicksalsschlachtzüge von Shadowlands. Und dafür, seht ihr, müssen wir insgesamt 3 Raids auf dem Schicksalsmodus abschließen. Das ist einmal Casnathria, das Mausoleum und Schicksal der Herrschaft, also den Sylvanas Raid. Und wie ihr seht, müsst ihr einfach jeden Boss einmal töten. Hier ist es so, dass es nicht im LFR geht. Ihr müsst es im Normal besiegen oder höher. Normal, HC, Mythic geht. Heißt, wenn ihr alle 3 Raids einmal im NHC lauft, kriegt ihr dieses schicke Mount. Das Ganze muss aber im Schicksalshaft-Modus sein. Ihr seht immer, welche Instanz schicksalshaft ist, wenn ihr einmal hier in den Abenteuerführer geht. Und dann seht ihr, hier haben wir so einen Markt dran. Casnathria ist gerade hier bei mir schicksalshaft. Und dann kriegen die Bosse noch besondere Affixe. Die helfen euch in den allermeisten Fällen eher mehr, als euch schaden, wenn wir ehrlich sind. Ihr kriegt höheres Item-Level und wenn ihr alle 3 Raids schicksalhaft gemacht habt, kriegt ihr auch das Mount. Die switchen übrigens jede Woche, also diese Woche Casnathria, dann ist quasi der Sylvanas Raid und dann hier Mausoleum der Ersten als Letztes. Und dann geht es wieder von vorne los. Ab einem gewissen Zeitpunkt in Patch oder beziehungsweise vierten Season ist es so, dass alle 3 gleichzeitig schicksalshaft sind. Dann kann man wahrscheinlich schicksalshaft aus- und anschalten. Dann wird, ich vermute mal, hier an allen 3 dieses Symbol sein. Heißt, wenn ihr das Video zum späteren Zeitpunkt schaut, dann kann es sein, dass schon die Rotation ausgesetzt ist und man alle gleichzeitig machen kann. Gut, das sind soweit die Informationen zu dem Ganzen. Schwer ist es ehrlich gesagt nicht. NHC solltet ihr relativ easy hinkriegen. Wie gesagt, LFR geht leider nicht an der Stelle. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen für das schicke Mount. Wir schauen uns jetzt zum Schluss noch kurz das Mount-Special an, hätte ich gesagt. Das ist leider, ja, nicht so spektakulär. Wenn ihr schon einen Katzenmount habt, seht ihr, ist es dasselbe wie bei den ganzen anderen Katzenmounts. Aber dafür sieht es relativ cool aus mit dieser Animation, wo hier alles schleimt und tropft. Also hat auf jeden Fall was das Mount. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dahin, ciao.